Ich habe mein Leben aufgemöbelt. Rendsburg, Schleswig-Holstein. In diesem Zuhause hat sie ihr Glück gefunden. 13 Jahre lang lebte Sharon Shepard, 54, in Leipzig in verschiedenen Wohnungen. Jetzt ist die rote Rosenstar aufs Land nach Rendsburg ins erste eigene Haus gezogen. Kann sein Glück kaum fassen, ich habe mein Leben aufgemöbelt. 10 Zimmer, Garten, Terrasse. Für Sharon Shepard hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Einer, der von ihr aus für immer dauern kann. Im Juli packte die Schauspielerin ihr altes Leben in Umzugskisten und zog mit Sack und Ehemann Nicolas Okonkwo, 57, in den Norden. Inzwischen ist auch Hund Chino eingezogen. Bild besuchte Shepard im neuen Eigenheim. Am meisten genieße ich die Ruhe hier. Es ist wunderschön, sagt die Schauspielerin. 265 Quadratmeter, gelegen in einer Sackgasse. In diesem Haus meine ganze Familie unterbringen, sagt sie. 5 Kinder, 2 davon aus erster Ehe, 30, 34, 2 Pflegekinder, ein Sohn, 11. und Ehemann Nikolaus. Vermisst sie das Leben in der Stadt? Shepard, die Stadt geht mir ja nicht verloren. Ich fahre ja fix über die Autobahn nach Hamburg. Aber hier bin ich glücklich. Und sie macht es sich gemütlich, renoviert, bringt alte Möbel in Schuss und will sich einen Kräutergarten anlegen. Wer weiß, vielleicht gucke ich nach einer Garage, restauriere Möbel. Das ist mein neues Projekt. Ich kann mir erstmals vorstellen, sesshaft zu sein. Ich will ein Nordlicht werden.